Hallo, ich bin Dina Kalfin. Wir senden den nächsten Video-Digest zum Skyway-Projekt im Homeoffice-Format. In dieser Ausgabe, Svetlana Voloshina spricht darüber, welche Länder am Skyway-Verkehr interessiert sind. Es geht auch um die Auswirkung der Pandemie auf das Projekt. Die Mitarbeiter der Unitsky String Technologies Company bereiten die EU-Zertifizierung des Unibus vor. Es gibt zwei neue Videos mit ausführlichen Erläuterungen der Skyway-Vorteile. Jetzt im Einzelnen. Im neuen Video spricht Svetlana Voloshina, die Chefin der Verwaltung für Geschäftsausbau bei der Unitsky String Technologies Company, darüber, wie die Pandemie die Arbeit des Unternehmens beeinflusst hat und womit sich die Abteilung adressierter Projekte derzeit beschäftigt. Svetlana stellt fest, dass in der Pandemiezeit die Nachfrage an kleinen Fahrzeugen gestiegen ist. Dabei legt man auf die Sicherheit einen großen Wert. Die Skyway-Technologie erfüllt dieses Kriterium. Zu einem besonders vielversprechenden Bereich gehört ein sicherer Güterverkehr. Es geht um einen autonomen Verkehr. Man schließt den menschlichen Faktor aus, der Havarien verursachen kann und geschäftliche Effizienz beeinträchtigt. Die Skyway-Fachleute arbeiten derzeit am Unicorn für den Güterverkehr. Es dient der autonomen Beförderung von Seekontainern. Svetlana betont, dass die Skyway-Technologie weltweites Interesse findet. Auch in Belarus wächst in letzter Zeit die Nachfrage am schienengebundenen Seilverkehr. Hier befindet sich die Hauptproduktion von Skyway. Schließlich berichtet Svetlana, dass das technologische Risiko als eines der bisher größten Risiken des Projekts nachlässt. Denn die Skyway-Technologie wird getestet und zertifiziert. Dies geschieht im Ecotechnopark. Die Effizienz der Technologie wird immer deutlicher. Der Link zum vollständigen Interview mit Svetlana Voloshina findet sich in der Beschreibung. Die Mitarbeiter der Verwaltung für das Rollmaterial bei der Unitsky String Technologies Company bereiten den Unibus UR4212 auf eine Zertifizierung in der EU vor. Man stellt die notwendigen Daten zusammen, die dir nachweisen, dass alle Unibus-Systeme den Forderungen normativer Dokumente entsprechen. Zu diesen Daten gehört eine komplette Beschreibung der konstruktiven Besonderheiten und der Funktion des Unibus sowie seiner einzelnen Elemente, Fahr- und Bremssysteme, Türen und so weiter. Die Zertifizierung ist eine der wichtigsten Phasen bei der Vorbereitung des Verkehrs für die Vermarktung. In dieser Phase wird die Verkehrssicherheit nachgewiesen sowie die Übereinstimmung mit staatlichen Forderungen. Die Zertifizierung soll bestätigen, dass der Unibus UR4212 den europäischen Verkehrssicherheitsnormen entspricht. Der Skyway-Informationsdienst bietet zwei neue Videos mit ausführlichen Erläuterungen wichtiger Vorteile der schienengebundenen Seiltechnologien. Das erste Video informiert, weshalb der Skyway-Verkehr unterschiedliche Trassen hat. So gibt es zum Beispiel im Skyway-Testzentrum in Belarus 5 unterschiedliche Trassen für verschiedene Zwecke. Diese Vielfalt von Konstruktionen ermöglicht den Skyway-Verkehr nicht nur in der Stadt, sondern in verschiedenen Ortschaften zu bauen, unabhängig von Besonderheiten der Gegend. Jede Trasse hat ihren Zweck. So zum Beispiel ist die Trasse für hängenden Betrieb für kleine Fahrzeuge ausgelegt. Die starre Trasse mit Tragwerk dient der Schwerlastbeförderung bis 40 Tonnen. Das zweite Video zeigt, wie die Seilschiene, die technische Basis von Skyway, aufgebaut ist. Wie bekannt befinden sich innerhalb der Seilschiene die mit Bündeln gespannte Steilseile und spezielle Füllstoff. Dies macht die Konstruktion auf der ganzen Trasse fugenlos und einheitlich. Die Details zu den Skyway-Vorteilen finden sich unter dem Link in der Beschreibung. Das waren heute unsere Nachrichten. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, um weitere Nachrichten nicht zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen!